Kennen Sie noch Carius und Bactus? Zwei kleine Gauner, Helden eines Kinderbuches, anhand dessen wir gelernt haben, wie und wann wir uns die Zähne putzen sollen? Die Zeit vergeht, die Notwendigkeit bleibt. Und so entwickeln sich immer neue, fantasievolle Wege, um Kinder von eben dieser Notwendigkeit zu unterrichten. Denn später hat man oft keinen Einfluss mehr auf die Qualität des Gebisses. Also merke, wer als Kind ordentlich putzt, hat als Erwachsener gut lachen. Früh übt sich. Ein Motto, was auch auf die Zahnpflege zutrifft. Wer schon in jungen Jahren den richtigen Umgang mit der Bürste erlernt, muss später nicht die lästigen Erfahrungen mit dem Bohrer machen. Die prophylaktische Arbeit in einigen Kindergärten des Westerwaldkreises dient daher der Aufklärung von Kindern und Eltern. Zahnärzte aus der Region stellen sich hier die Aufgabe, den Kindern spielerisch die Regeln der Zahnpflege näher zu bringen. Die Betreuung des Kindergartens Holler hat Dr. Baldus aus Montabaur übernommen. Es ist notwendig, schon möglichst früh mit der Zahnpflege zu beginnen, da auch die Funktion der Milchzähne sehr wichtig ist. Sie dienen der normalen Kieferentwicklung und sind Platzhalter der bleibenden Zähne. Werden die Milchzähne vernachlässigt, kommt es oft zu Zahnwanderungen im bleibenden Gebiss. Die Zähne müssen korrigiert werden, das jahrelange Tragen einer Zahnspange bleibt dann nicht erspart. Schließlich nehmen die Zähne von Anfang an Einfluss auf die Ausbildung der Sprache, auf die Phonetik. Und zu guter Letzt leidet auch die Ästhetik unter einem braunen Gebiss. Gründe genug, um sich Gedanken über die Vorsorge zu machen. Ja. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege wurde in 1989 gegründet, nachdem es ein neues Gesetz gab, wodurch die Krankenkassen und der öffentliche Gesundheitsdienst dazu verpflichtet wurden, regionale Arbeitsgemeinschaften zu gründen. Am Anfang lief die ganze Sache auch ziemlich gut. In den letzten Jahren ist das Ganze etwas eingeschlafen. Und wir versuchen jetzt, die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft wieder zu reaktivieren und auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und dafür wurde auch die heutige Aktion dann eben veranstaltet. Gibt es da noch weitere Beispiele für diese Arbeit? Ja, es ist also so, dass die Arbeit nach dem Obleute-Konzept ablaufen soll. Das heißt also, dass Zahnärzte, die die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft unterstützen sollen, Patenschaften für Kindergärten übernehmen und dann in jährlichen oder zweijährlichen Abstand in den Kindergarten kommen sollen, um den Kindern die Mundhygiene näher zu bringen und über Ernährung etwas zu sagen. Dann sollte auch ein Elternabend für die Eltern, um halt eben die Unterstützung im Elternhaus zu haben, veranstaltet werden. Und als Krönung kann man dann auch noch einen Besuch der Kinder in einer Zahnarztpraxis machen. Das Ganze wird halt eben finanziert von der Arbeitsgemeinschaft, um eben die Zahngesundheit bei 3- bis 6-jährigen Kindern zu steigern. Damit auch jeder Spaß am Putzen hat und vor allem auch im Kindergarten seine eigene Bürste, wurden noch die nötigen Utensilien verteilt. Eine einmalige prophylaktische Maßnahme reicht natürlich nicht aus. Was kann denn der Kindergarten tun, um die Prophylaxe zu unterstützen? Ich denke, es bestehen sehr viele Möglichkeiten von Seiten des Kindergartens aus, auf die Prophylaxe der Zahnpflege bzw. Zahnhygiene und Ernährung, was ja alles ineinander übergeht, zu tun. Im Kindergarten wird zum Beispiel einmal monatlich das gesunde Frühstück eingeführt, wo die Kinder dann Alternativen gezeigt kriegen, dass man Tees oder sonstige Dinge ungesüßt zu sich nehmen kann, dass das also machbar ist ohne sehr viel Zucker oder Zuckerersatzstoffe. Es ist aber bei den Kindern möglich, das Bewusstsein bei den Eltern vielleicht etwas zu ändern, dass Eltern auch andere Möglichkeiten durch die Kinder kennenlernen. Oft wollen die Kinder von sich aus lieber ein gesundes Frühstück zu sich nehmen. Trotzdem werden immer wieder Milchschnitten und andere Süßigkeiten, sogar Chipstüten mitgegeben. Wer aber auf gesunde Ernährung besteht und zudem die Zahnpflege nicht vernachlässigt, wird ein genauso strahlendes Gebiss bekommen wie Schneewittchen. In dem Film Schneewittchen und die 7 Zahnputzzwerge wird noch einmal die richtige Technik demonstriert. Eingebettet in das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm. Die Zähne vorn zusammen, fängt man zu bürsten an. Von hinten bis nach vorn, auf beiden Seiten, Zahn für Zahn. Dabei bürstet man ihn